Moin und herzlich willkommen zu einem Video. Heute geht es um die RAM AOSIP ROM, basierend auf Android 6.0, dem letzten Update, den es gibt. Da haben wir es einmal Android Version 6.0, Modellnummer Nexus 5. Hier können wir auch einmal den RAM sehen und etc. pp. Hier sieht man erstmal AOSP-Bild 1.0.1. Das ist halt wie gesagt die erste 6.0-Bild. Ist auch eine sehr schöne ROM. Wir sehen ja gleich, die Themes sind, die Einstellungen sind gethemt. Ja, was haben wir noch? UI-Settings haben wir hier einmal. Zum Beispiel den Batteriestyle, dass wir hier einen Kreis haben oder sonstiges. Das können wir noch einstellen. Optionen, Wetteroptionen, dass man zum Beispiel hier oben das Wetter hat. Navibar können wir auch machen. Also wir. Hier unten, was wir da haben wollen. Und ja, Scratchbar. Zum Beispiel hier haben wir oben noch den RAM, den sieht man sich, oder einen Clear-Button. Hier könnte man zum Beispiel den All-Clear-Button wegmachen. Jetzt ist er nicht mehr da. Also es funktioniert alles sehr gut. So, als nächstes haben wir zum Beispiel auch den Lockscreen. Hier sehen wir das mit einem Blur-Effekt. Das heißt, der ist durchsichtig. Das Ganze ist natürlich auch in den Einstellung hier irgendwo. Hier kann man auch wirklich alles einstellen, also rund ums Handy, zum Beispiel Center Clock, was ich ja persönlich richtig geil finde. Ja, wir haben zum Beispiel auch Ambient Display, das heißt, das wurde geportet vom Nexus 6P und 5X, dass wenn wir eine Nachricht bekommen, dass das Display schwarz-weiß wird. Ja, was gibt es hier noch zu sagen? Ja, eigentlich keine Apps. Wir bekommen wirklich eine reine ROM. Wir brauchen nur G-Apps und die ROM-Flashen. Dann haben wir die ROM hier, also wir haben keine unnötigen Apps im System drin. Ja, wir können hier alles einstellen, also wie wir das haben wollen. Ja, sonst funktioniert alles, basiert auf der Stock Google Factory Image. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen zu der ROM. Ich würde sie vielleicht, also ich persönlich sage, flasht sie, also es ist eine sehr, sehr schicke ROM. Kann man nur empfehlen. Und ja, dann würde ich mal sagen, like, kommentiert damit immer ein Video in meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.